So, verdammt gute Laune, darum kommen auch gute Laune Clips. Ich will hoffen, dass ich die jetzt hier auch auf eine Art gut launemäßig rüberbringe. Die Sonne lacht, ist zwar kühl, sehr kühl, aber die Sonne lacht dennoch. Wir haben den 6. April oder wir haben April 2018 und wir philosophieren über Star Wars, weil knappe 20 Tage ist die E8-Version auf irgendeinem Datenträger zu kaufen und dann kann man sich zurücklehnen. Hallöchen. Ja, wenn Kunden kommen, dann mache ich aus. Dann wisst ihr immer, wann ein Kunde gekommen ist, ob ich jetzt schnell durchsprechen kann, um euch zu unterhalten, denn das soll eine Art Unterhaltungssendung sein. Ich muss mir natürlich noch eine Menge ausdenken, damit eine tolle Sendung wird, weil ihr seid ja alle vorgeprägt durch das reale Fernsehen. Meiner einer seit 1959, regelrecht 1966, die Prägung und dann ist klar. So, wir hatten nur 3 Fernsehprogramme und nicht so viele wie heute. So, nach der CeBIT 1995 kam das hier. Und wir hatten bis zu 6,8 Millionen Zuschauer. War eine tolle Geschichte. Nur nach 99 kam das Gesamte. Da hatten wir dann trotzdem noch genügend. Wir konnten auch wirklich mit richtig fetten Politikern wie Hannelore Kraft oder so philosophieren, austauschen und so weiter. Hieß dann Set Load. Aber egal, das war so eine Geschichte. So, die Welt der Medien, wo ihr nicht zu Hause seid. Die da zu Hause sind, wissen genau, dass ich die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit hier verkünde. Aber die sind zu selten, weil die ihre eigenen Sachen machen. So, eigene Sachen machen fällt mir auf, auch hier in der Community. Da wird nur noch gekauft und verkauft. Und wenn man dann so versucht, wie so diese Sendungen hier, wo man fragt, hör mal, verändert sich da nicht was oder machen die Regisseure, was sie wollen? Auf eine Art JJ macht, der andere macht, der macht. Demnächst kommen ja noch andere Regisseure dazu, die machen und die Regisseure, die da waren und nachher gefeuert wurden, hätten ja auch wieder was anderes bei Star Wars gemacht. Star Wars ist nicht mehr der Kanon, Star Wars ist nicht mehr das, was es war. Daran muss man sich gewöhnen. Star Wars ist ja jetzt eine Industrie, wo verdient werden soll und sehr viele wollen mitverdienen. So, meiner einer hat nun mal, wie gesagt, Fun. Ich habe erstmal Spaß. Mir macht es Spaß, dass das da ist. Und wenn das irgendwann mal gekauft wird, okay, dann ist es weg. Ja, gestern zum Beispiel wurde hier wieder eine Menge weggekauft und ich wollte es zurückkaufen, also neu bestellen. Aber die Preise sind ja so angezogen, lohnt sich nicht. Also dieselbe Ware wird wohl nicht wieder erscheinen. Es wird wohl neue Ware erscheinen, die ich dann hier 2019 präsentieren werde. So, brauchen wir wirklich eine Sendung, wo man wirklich diesbezüglich nur auf die Figur eingeht, nur über die Figur philosophiert, die Figur vorstellt, sie auseinandernimmt und weiterleitet? Braucht man wirklich einen Verkaufssender, wo man die Ware so richtig verkauft, wie bei Pearl TV oder wie die sich da alle nennen, diese ICQ und QVC? Ich meine, ja, diese Idee hatten wir auch schon mal, so eine Art Verkaufssender nur für Sammelfiguren und diese dann anbieten. Aber das ist so ein, ne, ich kenne ja nur mal QVC und so, berufstechnisch gesehen. So, berufstechnisch möchte ich gar nicht rüberkommen. Das müssen, also für die, die solche Videos hier oder solche Videoclips sehen. Und sich fragen, ne? Es soll an sich so ein bisschen unterhalten sein, so ein bisschen, ach, lass mal gucken, was erzählt er denn da? So in der Richtung ist der Ansatz dieser Sendung. Ist eine Sendung, weil wir wirklich eine Sendung versuchen, nur, ja, Beruf, das ist das Problem. Also das ist jetzt so eine Art Hobby-Style, Star Wars Hobby-Teil. Auf der anderen Seite ist Star Wars Beruf. So, Star Wars Beruf ist Gott sei Dank nicht mehr, weil das war mal, dann durfte man das nicht. Dann hätte man vorher fragen müssen. Disney möchte auch nicht, dass man da irgendwie Disney-mäßig da was unternimmt. Wollen die auch nicht. Also kann man nur so eine Art Fan-Video machen, deswegen muss ich auch fanmäßig rüberkommen. Na, ich kann nicht immer beruflich rüberkommen. Wenn ich beruflich rüberkomme, kostet das erstmal horrendes Geld. Da muss man auch vieles investieren und sehr viel Mühe machen. Das soll aber Spaß machen. Spaß bedeutet, euch zu unterhalten und zu hoffen, dass ihr euch unterhalten fühlt, was meistens nicht klappt, weil manche der Meinung sind, sie wissen alles besser, können alles besser, müssen einen regeln oder ihm einen erzählen. Nur unser Eins noch einmal macht es beruflich
und weiß an sich, was er macht und wie er es macht. Oder nur, es wird kein Konzept erstellt, es wird kein Skript erstellt, es wird sofort rausgeschossen, sofort aufgezeichnet, unterbrochen, wenn ein Kunde reinkommt. Das sind halt diese Videoclips. Und die richtige Sendung, wo so richtig sich was ausgedacht wurde, wo im Green Room, Blue Room oder in einem anderen Studio richtig gearbeitet wird, um da ein Konzept zu haben, um, ne, wie kam ich jetzt überhaupt auf diesen Videoclip? Ich kam jetzt auf diesen Videoclip, weil wir in unserer Community uns über das unterhalten haben, nämlich Star Wars, und festgestellt haben, dass J.J. anders denkt, wie die anderen Regisseure gedacht haben oder denken werden. Ja, also Star Wars wird nicht gleiten. Ja, Star Wars wird immer so geschachtelt sein. Also er erzählt die Story so, er erzählt die Story so. Rey hat angeblich keine Eltern, weil Kylo es so sagte, und dann sagt der andere Regisseur, ist doch egal, was Kylo gesagt hat, ich überschreibe das dann. Rey hat, was weiß ich, ne, lasst euch überraschen, was Rey an Eltern hat, ne? So, weil JJ sich das ausgedacht, ne? So, ist so. Der andere oder die anderen haben dann so in ihren Büchern geschrieben, Kylo ist auch aus einer Gilde von Schrotthändlern, die sie dann als Kind verkauft hätten, damit die wieder Geld hatten, weil sie keinen Sprit und so. Ist eine tolle Geschichte. Also Rey ist eine geborene Schrottsammlerin, so ungefähr. Also hätte sie ja gar keine Bildung und so weiter und so fort. Ne? Ich meine, an Schrott sich bilden, so wie sie sich gebildet hat, einen Flieger zu fliegen, ich weiß nicht. Also ich könnte mich jetzt nicht in einen Flieger setzen, wenn ich das alles nicht wüsste, was das da alles ist. Ist halt so. Geht, würde gar nicht gehen. Aber egal. Erst recht nicht im Weltall. So, und all solche Sachen. So, lassen wir uns mal überraschen auf E9. Das soll ein Riesenknaller werden. E9 soll nur noch rumsen da. Also Wahnsinnskrieg soll da stattfinden, damit endlich alles zu Ende ist. Na? So, damit alles wieder neu anfangen kann. So, nach 30 Jahren kam die neue Order, ne? Die neue Ordnung. Und jetzt ist die neue Ordnung ärmer dran, wie das Imperium selbst jemals gewesen ist. Ja, die haben ja noch nicht mal Sith Lords, die haben ja noch nicht mal Jedis, keine geballte Macht, kein Ring der Unterhaltung, wo die Politiker sich zusammen, ne, gar nichts. Also Star Wars ist an sich so eine Vagabundengeschichte, ja, so eine Schrotthändlerin, die da mit ihrem BB-8 da durch die Gegend rollt. Kylo, der hinter ihr her ist, weil er den BB-8 haben will, weil er Informationen hat. Wenn er mal so rüber nachdenkt, wenn man, kurz und bündig ist das ja nur noch eine Veränderung von R2-D2 zu 3-3PO. Andere halt, andere Druiden. Ausgedacht war ja, Spielwaren, ausgedacht war ja, damit Geld zu verdienen. Ich meine, George Lucas hat es geschafft. Ja, da war halt noch ein bisschen zu wenig. Er hat sich ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Weil so ein Videoclip kostet jetzt im Moment nichts außer Zeit. Und wenn ihr Zeit habt, schaut euch diesen Videoclip an. Aber produziere ich jetzt einen, damit ihr richtig eine tolle Unterhaltung habt, dafür sogar vielleicht sogar Geld ausgebt, dann muss er passen. Also man gibt mehr Geld aus und hofft, dass es zurückkommt, doppelt und dreifach. Was aber bei 4, 5 und 6 nicht der Fall war. Also es flossen da Millionen, nicht Milliarden. Kleiner Unterschied. Ja? So, jetzt fließen ja nur noch Milliarden. Ich meine, da wäre ich ja auch als George Lucas, wäre ich da auch ein bisschen sauer. Bin ich ehrlich, wenn ich sehe, dass meine Produkte so Millionen eingefahren haben und ich dann auch wieder 55 oder 75% wieder investieren musste davon, um daraus wieder was machen zu können, wenn ich sogar 95% von dem Geld wieder einfließen musste, um es wieder auf irgendeine Art wieder zurückzubekommen. Ja? Also da mussten viele Kanäle geöffnet werden und da musste vieles fließen. Also war nicht so einfach. So, und heute macht Disney da Milliarden. 1 Milliarde mit dem, 2,1 Milliarden mit dem. Ne? Also rückwärts. Also zuerst 2,1, jetzt 1,2 mit Rook. War nicht so. Han Solo wird vielleicht, wenn wir Glück haben, auch wieder 1,2 Milliarden für Disney sein, damit die sich freuen. Und jetzt kommt's. Han Solo soll ja dreimal kommen. Ja, ich bin ja gespannt, ob Kennedy dann wirklich durchzieht. Dreimal soll Han Solo Geschichten kommen. Hatte sie ja vor. Ne? Ja, ob das so wird, weiß ich nicht. So, dass ich heute in Plauderstunde bin, ist ganz klar, weil Wetter ist erstmal super. Dann habe ich einen 180-Minuten-Auftrag da gerade auf der Pfanne. Und deswegen habe ich Zeit, hier vor der gelaufenen Kamera
über Star Wars zu philosophieren. Wie gesagt, ihr könnt ja von mir unten drunter schreiben, welche Sendung man mal machen könnte, welche Sendung ihr gerne sehen würdet und welche Moderatoren ihr gerne sehen oder gerne. Vielleicht wollt ihr selber Moderator sein, weil ihr gut unterwegs seid. Ihr habt das Equipment aber nicht. All solche Sachen. Also es ist hier eine Menge los. Also videotechnisch ist hier alles erlaubt. Videotechnisch bin ich auch gerne bereit, mit dabei zu sein. Nur berufstechnisch leider nicht. Berufstechnisch, meine lieben Freunde, kostet alles Geld. Ich hätte sehr viele hier, die mal eine Kamera brauchen und so. Nee, so geht's nicht. Der WDR hat sich mal die grüne Kulisse weder was bezahlt oder weder zurückgebracht. Ich musste das selber abholen. In einem verdammten Zustand. Also so toll fand ich das nicht, aber so ist WDR. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die, die am meisten Geld haben, geben nichts, wollen alles umsonst. Und die gar nichts haben, sind sogar bereit, Geld mitzubringen. So ist die Welt mittlerweile. Und so ist auch Star Wars mittlerweile. Ja. Meine lieben Freunde, nicht immer verkaufen, kaufen. Lasst uns auch mal philosophieren. Lasst uns auch mal Spaß haben. Kommt vorbei. Lasst uns irgendwas machen. Wir können auch Fan-Videos machen. Wir können auch Fan-Clips machen. Kostet nichts, außer Zeit. Und Lust, vor allen Dingen Lust. Man muss Lust haben und keine Angst vor einer Kamera. Ne? Dass da Leute sitzen, einen jetzt fertig machen, das ist normal. Das ist gewollt. Ne? Das ist eben halt so. Es wird kein Film gehen, der wo applaudiert wird. Außer man ist auf der richtigen Wellenlänge, auf der richtigen Schiene. Dann hat man natürlich 50.000 Klicks innerhalb von Sekunden. Aber dann steht der Telefon nicht still und dann hat man nachher nur noch Ärger mit dem wenigen da, mit dem man da was auseinandergeklamüsert hat. Ne? Also die Schauspieler haben kaum noch Zeit, weil die Geld brauchen. Wie gesagt, das ist alles sehr teuer geworden und das ist bei Star Wars nicht anders. Ich hatte gerade die Nina Rammershofen in Hamburg, dreht hier ihre Filme und macht ihre Sachen über Pferde und so weiter. Ich habe gesagt, könnte ich hier auch. Aber hier die Stadt, wir haben Pferde genug, oh ja, wir haben auch Koppeln genug und so weiter. Ne? Hallöchen, Grüße, ja moi,